Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei der Don Diego Map bei Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. So, der Baumwollernter ist bei Feld 4 angekommen. Und wir wollen mal hier einen Kurs einfahren. Unser erster Baumwollkurs. Was hat er denn eigentlich für eine Arbeitsbreite? 6 Meter hat er. Alle Achtung. Feld 4. Wir sind im Südwesten. So. Ersten Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Das ist mir ein bisschen zu weit, aber ist okay. Und der pflückt unser erstes Baumwollfeld runter. Mal sehen, wie viele Haufen wir dann hier haben. Aber im Prinzip brauchen wir uns ja um den jetzt erstmal nicht mehr zu kümmern. So, hier müssen wir noch Hand anlegen. Komme ich da rum? Feld 8, das hat auch wieder geklappt. Gehört mir wieder und ich kann es auch ansehen. Das habe ich noch vor der Aufnahme eben ausprobiert. So, wir reparieren mal den Drescher und das Maisgebiss. Wenn er schon mal hier steht. So. Können wir Maisgebiss erstmal hier ablegen. Und dann kann er sich das andere Schneidwerk schnappen. Und wir suchen ihm mal ein schönes Fältchen aus, das er bearbeiten kann. Wir haben ja gesagt, wir wollen die mittlere Insel hier abernten. So. Wir schicken den erstmal auf 39. Da hat er erstmal was zu tun. Und dann schauen wir mal, wie wir dann weitermachen. So. Wir sagen ihm hier jetzt nicht so, sondern so, er soll zu 39 fahren. Machen wir den HUD in dem Fall an, weil ich gleich die Geschwindigkeit runterregeln möchte. So, und schicken mal los. Der Drescher sollte folgen. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich nicht noch einen anderen Punkt finde, werde ich die Kurse auch gleich bis zum Hof fahren. Hofeingang, Hof. Weil die paar Meter, wenn ich die Brücke nehmen würde hier, da kann ich es auch gleich bis zum Hof fahren.
zu überlegen wäre, aber da wäre ja uns auch nicht viel. Wenn man hier vielleicht die Kreuzung nehmen würde. Aber ich glaube, wir wären quasi erstmal die fahren lassen, weil ich muss mich um lassen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Der war nämlich beim Abfahren, als ich speichern gespeichert habe, und dann würde er von neuem anfangen. Nee, das möchte ich nicht, obwohl du ja auf einmal doch noch was gesammelt hattest. Hast du den kompletten Kurs? Ja, den hat er auf jeden Fall. Ist da vorne der Anfang? Ja, das ist er. Nächsten passenden Wegpunkt anfangen. So, du bist am Ansehen. Gut. Du bist bei Feld 11 angekommen. Du kannst hier striegeln. Da schauen wir mal, ob wir einen Kurs haben. Feld 11. Sehen haben wir hier. 15 Meter. Nehmen wir den. Fahrer einstellen. Sollte dann laufen. Geht auch noch weg. Gut. Dann passt das. Dann ist er auch im Einsatz. Oh. 17% gerade gefüllt. Und wie oft ist er hin und her gefahren? Eins, zwei, ja, die dritte Bahn. Kommt nicht viel bei rum. So, hier sind wir bei Feld 39. Den erstmal. Ja, der ist raus. Nein, nicht reinfahren. Lass mich mal hier weg. So, jetzt kommt der Drescher ein bisschen hinterher, aber das ist okay. Können wir jetzt erstmal den wieder rausnehmen. Schneidwerk abhängen. Aufklappen. So, wieder ein neuer Kurs. 39. Meter. Startposition ist Nordosten. Berechnen. Starten, einstellen. Ja, hast du noch gar nichts drin. Was willst du denn überladen? Einmal kurz rausnehmen. Bisschen den Schwatt hätte ich gern auch. Sammeln ihn gerne ein. Nein, geht da nicht. Gut. Und wir werden den Abfahrkurs fahren.
machen schon mal Licht an. So, Kursaufzeichnung. Beginnen. So, ich werde jetzt die Folge noch fertig machen und werde dann Wachstum und auf ausstellen und werde die Nacht über schlafen und werde dann morgens wieder beginnen und auch dann wieder anschalten. Dass wir die Felder dann noch auch mal ohne Unkraut vorfinden, wenn wir die abernten. Oh, hier ist kommt uns der LKW entgegen. Schön. Das wäre Quatsch, hier den Kurs zu unterbrechen. Dann können wir auch direkt bis hier vorne hinfahren. So, das wäre dann Feld. Ups. Ah, ich muss erst auf Speichern drücken, sonst macht der sowas. Feld 39 Hof. Da müssen wir einmal hier rüber. Kursaufzeichnung beginnen. So, einmal rum. Um die Ecke. Ich hoffe, ich fahre hier richtig. Ich meine, das müsste hier unten sein. Ich habe auch die neue Map drauf, also die aktuelle jetzt mittlerweile. 1.5.1. Ist eine neue BGA dazu gekommen, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. So, und jetzt haben wir hier den Kurs. Oh, Stroh verkauft. Hof. Nein, das Hof. Feld. ...39. Speichern. So, machen wir den mal aus. Dann werden wir den Kurs wieder stricken. Machen wir das an. Wir haben einmal den Kurs
Feld 39 Hof. Das ist da rum. Dann brauchen wir das Hoflager. Hofkurs. Hoflager. Zack. Und dann den Kurs Hof zu Feld 39 wieder. Und das ist dann der Feld 39 Abfahrer. Den Drescher noch anwählen. Nee, das ist der. Der kommt ins Gegen. Das dürfte der sein. Abfahrer einstellen. Kein Drescher in Reichweite. Feinter Drescher. Okay, macht er. Das können wir ausmachen. Ach, der hat wieder so eine ganz kleine Reihe nur. Okay. Soll er machen? Du bist auf dem Rückweg, du hast dich entleert. Du siehst auch noch den Fizzle da. Du bist am Fahren. Wie viel hast du jetzt drin? Oh, er ist schon bei 40%. So, das ist ja eine Menge. Aber fit. Großzügig dran vorbei. Und wir gucken mal, dass wir das nächste Feld anbinden. Was ist denn? 3 ist Dinkel. 3 ist Dinkel. Kriegen wir auch mit dem Schneid weg. Dann macht der nächste Drescher Feld 30. Holen wir uns in das Schneidwerk. Warten wir mal kurz hier. Dann machen wir den Abfahrer hier eben mal flott und schicken die beiden dann zu Feld 30. Reparieren. Ja. Ja. Und ja. Bisschen noch den Hänger sauber machen. Aber der wird ja gleich eh wieder schmutzig. Ja, die Sämaschine ist fertig, haben wir ja gesehen. Die waren nur. Hatte ja nur noch einen ganz kleinen Streifen. Hier machen wir das Hat auch mal wieder an. Regeln den gleich etwas runter. Sagen ihm dann hier auch Feld 30. Strong F hat er erkannt und bitte bin blind abfahren. Du hast den Transport beendet. Oh, der hat es noch mal geschrieben. Gut, weiterfahren. Solange Stroh noch bei der Ranch am meisten zu holen ist. Ja, mit 87 kannst du weiterfahren.
So, du bist fertig. Abfahrer entlassen. Den Kurs können wir löschen. Feld 6 ist angesät dann wieder. Ja, so eine kleine Ecke lässt er immer. Da setzt er dann an. So. Der ist noch hier. Feld 1 habe ich mal vergessen weiter anzusehen. Da. Aber die Sämenmaschinen sind eigentlich durch. Feld 18 wäre noch. Aber genauso gut könnten wir da auch die andere Sämaschine draufsetzen. Ich glaube, du solltest nach Hause fahren, zum Hof. Hast du denn hier einen Kurs? Ne. Hier scheint kein Kurs zu sein. Dann machen wir einfach wieder ein. Können wir mal schließen. Sagen jetzt hier einfach beginnen. Dann machen wir auch nach vorne. Licht an. So gut, dass wir ein bisschen daneben geblieben sind. Dann können wir hier schon mal stoppen. Dann holen wir uns mal hier einen Punkt hier vorne weg. Das ist ein guter Punkt. Jetzt muss ich nur noch auf meinen Endpunkt kommen. Da ist er. Verbinden. Ach so. Verbinden. Können wir den Kurs berechnen oder auch nicht, können wir auch später machen und schicken ihn jetzt einfach zum Hof. Müsste ja drauf haben, ja. So, der nächste ist fertig. Ja, haben wir ja fast gesehen. Er kann auch entlassen werden. Löschen. Zusammenklappen. Ich nehme an, hier gibt es auch noch keinen Kurs. Doch, gab es sogar schon. Müssen wir noch einen Tick zurück. Und schicken den dann auf Feld, was haben wir gesagt, Feld 18, können wir ja noch machen. Abfahrer einstellen. Ne, fahr nur vorwärts. Das müsste gehen. Ja. So, die beiden sind auf Feld 39 zugange. Das sieht super aus. Die Sämaschine kommt gerade zum Hof. Nimmt auch die Abkürzung. Der Striegel ist weiter zugange. Und düngen könnte ich jetzt bestimmt auch. Wir hatten ja auch Feld 12 war gedüngt. Schalten tue ich mal ausschalten. Ein Feld konnten wir nur bis zur Hälfte düngen. Aber wir können, glaube ich, Feld
Nee, Feld 1 und Feld 2 auch noch nicht. Oder doch, dürfte das schon. Die haben wir gerade angepflanzt. Dann dürfte das schon eine Wachstumsstufe mehr sein. Dann schicken wir den mal zu Feld 1 hoch. Mit 93 Dünger. Ich weiß nicht, ob es reicht. Fahr einfach mal zu Feld 1. Schauen wir uns an, ansonsten. Wir kriegen ja schnell zurück. So, du bist bei 63%. Und wir sind hier bei Feld 30. Fahren wir hier mal ein bisschen an die Seite. Klapp dich schon mal aus, das kannst du in der Zeit machen. Dann der nächste Kurs. 30, 13 Meter. Wir sind hier im Nordwesten. Starte sofort, Abfahrer einstellen. Gibt es bei Dinkel Stroh? Ja. Dann will ich den auch haben. So, das passt ja gerade so. Und hier müssen wir wieder einen Kurs zum Hof einfahren. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Schon wieder im Hellen. Ich werde jetzt gleich speichern nochmal, werde dann Wachstum auf ausstellen, dann die Zeit bis morgen früh überspringen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder zur nächsten Folge hier auf der John Diego Map bei Cosplay 10 mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.